So, hier sind wir auch schon direkt wieder. Wir wollen den Captain befreien. Und Fusa in Glüchengar ausmachen, diesen blöden Hund. Was Malga ihn mag, ist natürlich wieder klar gewesen. Weil Malga ist genauso ein blöder Hund. Hoffentlich bist du wenigstens fähig zu irgendwas. Das wäre eine... Ja, ja, Deal. Ich nehme den hier. Zack, und du machst jetzt bitte den da hinten. Schön. Das hast du immerhin gut gemacht. Denn wir wollen nicht, dass wir dann, wenn wir mit dem Schiff losdüsen, hier durchlochert werden. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Marcus. Come on, run! Sehr schön, das war schon mal gut. Haben wir... Ach, wir haben unsere andere Waffe gar nicht dabei. Das schöne Rolling-Block-Gewehr ist nicht dabei. Das ist schade. Sehr schade. Sehr schade. Macht nichts. Wir lassen alles hin. Herr Kühl hilft uns. Kann ich hier nicht getroffen haben. Da oben im Turm ist aber auch noch einer, Leute, ne? Jetzt nicht mehr. Zur Abfahrt. Wo ist unser Kapitän? Jo. Oh, Gottes Willen. Der war aber nah dran, sag ich mal. Uiuiui. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, da oben ist er in der Hütte, ist unser Chef drin, unser Kapitän. Okay. Dann können wir auch mal einplündern hier währenddessen. Hä? Fusas Men. Sehr schön. Wo kommt der nächste? Da. Da ist noch einer. Sehr gut, läuft gut. Läuft gerade ganz gut. Jetzt sehe ich leider keinen mehr. Aber Dutch und so sehen ja nada. Okay. Ist er schon tot? Nee. So wird er auch nicht tot, wenn er vorbeischießt natürlich. Aber so ist gut. So ist gut. So ist gut. Das war's schon. Sehr schön. Warte, dann können wir... Während Mike ja da noch rumbubbelt, können wir hier noch ein bisschen was looten. Looten immer gut, das wisst ihr ja. Oh, er ist fertig. Okay. Unterwegs. So, wo ist der Kapitän? In der Hütte? Ah, nicht in der. Okay. Ist ja richtig kleine City. Okay. Wo ist er denn? Okay. Na gut, müssen wir das alle wegmachen. Das kriegen wir ja irgendwie hin. Wenn er sich nicht duckt, der alte Halunke. So nämlich. Sehr gut. Das ist ein Böser. Ja. Du auch. So, wo haben wir noch welche? Da kommt noch einer raus. Okay. Ach, wenn ich die mal ein bisschen besser sehen könnte. Digga, wenn ich auch mal treffen könnte. Und da baller ich die ganze Zeit gegen das komische Ding dagegen. Das würde ich mir auch durchaus zutrauen. Haben wir... Und wo ist dieser Fusser? Haben wir den auch schon erledigt? Ich hole ihn gleich da raus, keine Sorge. Aber erstmal kurz wenigstens zwei Leute plündern. Das wird ja wohl drin sein. Ja! Mensch, wir brauchen ja auch irgendwas, um neu anzufangen, dann in der alten Welt.
Oh, I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, and not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are. Which is why you're going to let us leave. Early Kapitän ist auch dabei. Ach guck mal, Gümm, das ist gut. You saved my life. Thank you, Captain. I suppose you men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain Sam. Let's go. Gentlemen! Ab geht's. Wahrscheinlich muss noch ein bisschen geballert werden auf dem Weg zum Schiff. Vermute ich einfach mal so. Aber der Captain und wir sind schon ein ganz gutes Team, ja. Anscheinend haben schon die blöden Spinner da. Allerdings. Ist der Fusa-Kollege ja leider noch entkommen. Aber den holen wir uns hoffentlich gleich noch. Denn den können wir ja nicht einfach jetzt hier überleben lassen. Er ist ja der Schuldige. Schuldig am ganzen Desaster, was hier geschehen ist. Und dafür muss er bestraft werden. Das sage ich ganz einfach so, wie es ist. Sehen die anderen bestimmt auch so. Ich würde gerne ihm gerne in den Rücken schießen jetzt. Mach ich aber nicht. Da wird man einfach vom Hügel erschossen. Ja, machen wir. Wir machen sie richtig fertig. Die alten Spinner. Hier machen sie alle fertig. Wenn man sie sieht und sie sind hier als Dingens tarnt. Ach, der ist schon tot. Okay. Okay. Achso, wir gehen gar nicht da lang. Oder doch? Wo gehen wir denn jetzt lang? Leute, wem soll ich folgen? Ich weiß es doch nicht. Wir hatten doch auch mal. Ach, guck mal, er erledigt einfach alle. Er kann ein bisschen besser im Dunkeln gucken. Fusa is up there. In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! He's shooting. We have to take him down. Können wir ihn treffen von hier? Nee, ne? Wir sind wahrscheinlich näher ran. Der blöde Hund schießt dann mit der Kanone auf uns. Sein Ernst. Ach, wir haben auch eine Kanone. Das ist natürlich nice. Patschung! I got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to Haiti. Believe me. We'll be long gone by morning. Good. Thank you. We survived. Just about. What now? What now? What do you mean, what now? I mean, we're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. We slip ashore, one by one, find out what's what. We don't cut and run now? Head back to Blackwater? No. Why not? Because.
last thing they'll be thinking is for us to turn up. We've been on the run for a while now, and it feels like... like our luck has turned. You know? And I ain't turning back. We had a good run of it, I guess. We ain't even played our hand yet. We just need to put some more money in our pockets. Make our escape. Broke, alone, they're gonna pick us off one by one. And you know it. Maybe. Not maybe. We need to split up. Keep a low profile. Try to track down the rest. But carefully. See if they send any mail. Arthur, you check Shady Bell. We'll find each other eventually. We always do. And then what? Then we meet up. We gather the family, we get some money, and get the hell out of there. That's the plan. We all acting crazy. And that's not what I thought we were gonna be doing here. We have been in a bad way. Listen. I will kill for my family. Any of you want to judge me for that? That's fine. But that is who I am. Anyone disagree? Anyone? Na, da haben wir es also von der Insel runter geschafft. Das ist doch gut. Aber Dutch wieder mit dem gleichen Plan wie immer. Und dann treffen wir uns wieder. Und dann versammeln wir uns. Und dann besorgen wir uns Money und dann geht's weg. Hat der Plan bisher jemals geklappt? Nein. Ist schon seit 20 Jahren immer der gleiche Plan, egal was passiert? Ja. Naja, aber irgendwann muss man ja auch mal Glück haben. Wir hatten jetzt nur Pech. Und ich hoffe, es wird jetzt besser. Jetzt, was hat Dutch gesagt, erstmal alle aufteilen. Ich soll nach Shady Bell reiten. Nach Shady Bell. Oh, das ist aber ein schönes Pferd. Okay, nach Shady Bell. Was ist eigentlich mit meinem Pferd? Das ist eine gute Frage. Dann nach Shady Bell reiten. Gucken, ob man da noch hin kann. Auskundschaften. Ob da vielleicht noch jemand ist von unseren alten Leuten. Denn es sind ja nicht alle mitgekommen zum Überfall, da zum Backüberfall. Pearson und Sadie und solche Leute zum Beispiel nicht, ne? Und die Girls, Mary Beth und so. Dann müssen wir ihn, wahrscheinlich wissen sie schon. Hosea ist tot, Lenny ist tot. Müssen wir mal vielleicht noch welchen mitteilen. Auf jeden Fall werden sie sich hoffentlich freuen, uns wiederzusehen. Ich kann ein bisschen Kinoperspektive einschalten. Nee. Das wurde nix. Schöne, bedüdelte Musik. Dann genießen wir mal die Musik, wenn wir dann zurückreiten. Zurück in der alten Heimat. I can't quite remember just what guided me this way. Oh, may I stand unshaken amidst the crash of worlds. The crash of worlds. May I stand unshaken amidst the midst of crash of the world. The pines, they often whisper, they
whisper, no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. May I stand unshaken amidst the crash of world. Amidst the crash of the world. Oh, traveler, what have you seen? Were there crossroads? Where you been? Where you been? I once was standing tall, and I feel my back against the wall. Stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. But I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul, were the horns to be haunted by the smoke and gold? So, dann haben wir ein bisschen der Musik gelauscht, war ja auch mal ganz entspannt. Eigentlich ist nicht das neue Pferd, finde ich ganz hübsch. Na gut. Hier wohnt anscheinend noch jemand. Hier hängt ein Hase relativ frisch aus. So, entweder wir haben jetzt hier ein paar Räuber oder wir haben noch ein paar von unseren alten Leuten. Mal gucken. Hoffentlich lieber zweiteres. Jemand zu Hause? Keiner zu Hause? Guck mal, hier ist auf... Okay, das Essen sieht aber verschimmelt aus. Okay. Untersuchen am Brief haben wir. Okay. Ja, Strauß ist ja auch noch hier. Stimmt, okay. Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. Well, thank you, darling niece Caroline. I guess I'm coming to see you in Lacay. Lacay ist doch bestimmt Lagers. Quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Someone is here. Look. Those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around, then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Orley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Oh, müssen wir wohl vorsichtig sein. Messer ausrüsten. Und dann würde ich sagen, beseitigen wir die Leute mal, aber erst, wenn der da links vorbeigelaufen ist. Ach, der ist oben. Okay. Das war doch schon mal ganz gut. Aber ich habe der Brief, der klang ja nach, irgendwie nach Tilly. Onkel Tacitus sind dann wahrscheinlich wir. Und die sind zusammen mit den alten Leuten aufgebrochen. Nach Lagas, schätze ich mal. Da ist es schwül, klingt so ähnlich wie Lacay. Ich glaube, das ist bestimmt Lagas. Da, vielleicht haben sie sich in der Hütte vom
unserem alten Schifffreund Thomas versteckt oder sowas. Und chillaxen dann eine Runde. Wir beseitigen erstmal die ganzen ungebetenen Gäste hier. Müssen wir jetzt mal, wir können einfach abhauen, aber Leute von Milton müssen alle sterben. Denn sie haben unsere Freunde umgebracht. Keine Gnade. Pinkertons haben hier von mir keine Gnade zu erwarten. Berechtigterweise. Okay, er ist da draußen. Bewegt er sich auch oder steht er nur? Er steht nur. Was ist das? Dann gehen wir vorne raus. Wie gesagt, wir können einfach nach Lagers reiten, aber ich muss mich noch rächen. Für unsere Freunde. So. Ihn plündern wir auch noch. Schönes dabei. Ja, okay, Sachen, ne? Unser neues Pferdchen. Ob wir unser altes wohl noch irgendwo wiederbekommen oder wird es abgedampft ist jetzt für immer? Wer weiß, ey. Dann reiten wir jetzt erstmal nach Lagers, würde ich sagen. Auf unserem neuen Pferd ist auch relativ groß, ne? Ja, ich finde das ganz nice, okay. Schade um unser altes Pferd, aber was soll's. Wie vermutet sind wir in Lagers oder Lagras, ich weiß nicht genau wie rum die Buchstaben da angeordnet sind. Da lag irgendwas Unschönes. Hier sind sie also, okay. Ach, in dem alten zerfallenen Hütchen hier, okay. Waren wir hier schon mal? Ist da unten, genau, ah genau, die zerfallenen Hütchen unterm langschnauzen Knochenhecht. Okidoki. Sind wir hier schon jemanden? Ah, Pearson, du alter Spinner. Guten Tag. Arthur! Arthur's here! Oh, Arthur! Oh, you're alive! Just about. Come inside. Come on, let's bring him. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Oh, look. Okay, okay. How did you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here.
shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Already? On behalf of Cornwall Kerosene and Tar, the United States government, and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Kaum sind wir wieder in der alten Heimat, sind auch diese Backen schon wieder da. Milden, diese Arschsau, verdammt nochmal. Haben wir Adler alle gesaved? Das ist natürlich sehr entzückend. Wir haben sie ja gut angelernt, muss man ja sagen. Ne? So, der ist ja schon unterwegs, Miss Adler. Miss Adler. So, ich komme mit. Wir machen die alle weg. Ne, würde ich sagen. Kein Ding, oder was? Ah, schlau. Sehr schön. Sadie, du bist die Beste. Jo. Dann wollen wir sie mal fertig machen, wa? Machen wir jetzt alle weg. Alle. Milton kann uns mal. Milton, dieser blöde Hund. Sadie, wir machen die alle fertig. Kaum sind wir wieder hier, ist auch dieser dämliche Milton. Können wir nicht hier die Gun hier nehmen, ey? Ja, nice. Machen wir alle weg. Ich sehe zwar keine so richtig, aber ich baller einfach hier überall mal so hin. Da hinten haben wir ein paar getroffen, das ist schon mal ganz gut. Da war einer, sehr schön. Noch einer. Ah, da war doch gerade was. Irgend so ein rotes. Ach, jetzt kommen sie alle. Okay. Schnell wieder hier ran. Andere Seite bitte. Die machen wir jetzt alle weg. Da kennen wir nichts. Komm, Gott, oh Gott. Zum Glück haben wir das Maschinengewehr, sag ich mal, ey. So, wo ist Milton? You saved us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess.
I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. It's not now. I'm begging you two. They're gonna hang him. It'll break the boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Give me a Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Das kann man aber wohl sagen. Gott der Mess, ey. Aber haben wir wie immer alles geregelt, kein Problem mit der guten Sadie. Maika ist wieder am Rumnerven. Ach, haben wir unser altes Pferd wieder. Ja, guck mal, nice. Ist das neue besser? Wahrscheinlich nicht, ne? Behalten wir unser altes. Ne, guck mal, das ist ja fast ganz voll. Aber wir haben ein schönes neues zweites Pferd, das ist auch gut. Ne? Wie gut bist du? Nee. Wir bleiben hier schön bei unserem alten Pferd. Sehr gut. Aber naja. Mal wieder kleinen Stress mit den Pinkertons gehabt. Ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Aber Milton lebt immer noch, ne? Wir haben nur wieder seine Leute abgeknallt. Hier, er hat sich wieder vom Acker gemacht, der feige Hund. Okay, aber haben wir einiges zu tun. Dann wollen wir erstmal gleich, beziehungsweise in der nächsten Folge, den guten John retten zusammen mit Sadie. Einen der wenigen coolen Typen, die noch da sind. Aber ich bin auch sehr froh, dass Charles noch lebt. Ich dachte, er hätte sich geopfert damals. Aber er hat zum Glück überlebt. Charles, finde ich sehr schön. Wie geht's dir? Alles gut, überstanden. Wie hast du es geschafft damals? Du willst nicht reden. Okay, na gut. Dann beende ich jetzt die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.